Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vergangenen Freitag haben wir so ein bisschen über Valve geschnackelt, also wie sie arbeiten, wie sie ihre Philosophien sind und wie die Chancen ebenso stehen, dass aus CS2 eine richtig geile Meile wird. Das ganze Video war ja so aufgebaut, dass Diskussionen entstehen und man sich untereinander austauscht. Und es sind einige Diskussionen entstanden und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich hab gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Da ist er, der erste Kommentar, ist aber auch extrem gemütlich. Nur ein, zwei Worte dazu, die ich halt sagen möchte, in geschriebener Form. Dauert es halt ewig. Geduld? Ich spiele seit 1.6, wenn nicht früher, auch auf damals höherem Niveau. Hätten die CSGO nebenbei laufen lassen, wäre ich super happy. Ab und zu mal CS2 starten und schauen, wie weit das ist, aber nein, wurde alles abgeschaltet. Und warum habe ich keine Geduld? Ich bin 36, da habe ich keine Geduld, noch 3 bis 4 Jahre zu warten, bis das Spiel eventuell mal spielbar wird. Aber aktuell ist es halt nur traurig, wenn schon in Gelegenheitsspielen die Spinbotter rumhüpfen. Warum bringen die nicht einfach wieder Overwatch zurück? Alleine schon wegen all den Spinbottern. Das nächste Trust-Faktor. Wie kann es sein, dass ich mit einem bald 2 Jahrzehnte alten Account Level 90 mit x-tausend Stunden in CS mit Medaillen und allem drum und dran gegen Level 1 Accounts spielen darf. Ich warte da lieber ein paar Minuten länger, dafür werde ich mit Leuten zusammengebracht, deren Accounts gescheit sind. Also dieser erste Block mit 36 Jahre, 3 bis 4 Jahre warten ist kacke und wenn Go noch da wäre, wäre alles ein bisschen einfacher. Das sehe ich natürlich genauso und es ist natürlich allen klar, warum Go abgeschaltet wurde, damit Valve einen zwingen kann, also jeden Spieler CS2 zu testen, Beta zu testen. Wir wurden alle ungefragt zu Beta-Testern gemacht. Ist auf jeden Fall eine Schweinerei. Es geht dann zwar so schneller voran mit den Fixes und den Erweiterungen und so weiter und so fort, aber ja, ist trotzdem kacke. Das mit der Geduld ist eine schwierige Sache, denn gerade weil du ja sagst, du bist schon älter, dann weißt du ja, wie Counter-Strike Source oder auch Global Offensive am Anfang ausgesehen haben. Beide Spiele. Beide Spiele waren halt scheiße. Also in Theorie müssten wir es ja eigentlich gewohnt sein, auch wenn es nicht cool ist, aber wir müssten es eigentlich gewohnt sein, dass das halt einfach ein paar Jahre braucht. Ja, und zum Trust-Faktor, ich weiß nicht, wie dein restlicher Account aussieht, aber wenn du nur Counter-Strike hast und nur in Counter-Strike halt deine Erfolge oder Sachen abgelegt hast, plus Level 90, dann ist das natürlich, auch wenn der Account schön alt ist mit fast 20 Jahren, nicht so stark. Valve hat damals zum Trust-Faktor gesagt, dass sie über die Steam-Community schauen, also über dein Steam-Profil schauen, wie gut du ein Mitglied von dieser Community bist. Es geht eben darum, dass jemand, der einen echten Account hat, also kein Smurf und kein Cheater, sondern einen Main-Account, da ist halt dann ganz viel drauf. Da sind ganz viele Spiele drauf, da sind irgendwelche Posts in Foren drin, da sind Videos, Bilder, Reviews und so weiter und so fort. Das alles zeigt Valve und somit dann auch dem Trust-System, dass du halt einen echten Account hast. Es gibt viele Leute, die mit 5000 Stunden und einem Steam-Account, der fast 20 Jahre alt ist, rumdödeln und gegen Cheater spielen, weil aber auch mehr nicht auf dem Account ist. Wenn ihr gegen so jemanden antreten würdet, denkt ihr von außen, oh, das ist ein Cheater, der hat den Account gekauft. Also Stunden und Medaillen und so weiter, der ganze Krusch ist natürlich wichtig, aber alleine das reicht halt dann auch nicht aus für einen guten Trust-Faktor. Ich wollte das nur noch mal hier an alle eben raushauen, dass der Trust-Faktor nicht so extrem von euren Counter-Strike-Sachen abhängig ist. Was zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist, und das habe ich am eigenen Leib gespürt, sind deine Freunde. Wenn viele deiner Freunde einen Wackbann oder einen Game-Ausschluss haben, dann sinkt dein Trust-Faktor mitunter stark. Ah ja, hier habe ich noch was, da habe ich noch was Besonderes. Das Video ist schlecht gealtert, wenn man sich dann das neue Drill-Video anschaut. Ich habe das neue Drill-Video gesehen, er wurde richtig krass umgecheatet. Also, wenn du dir einfach unseren letzten Livestream anschaust, in dem wir 8 Stunden Counter-Strike gespielt haben, vielleicht 7 und 5, 6 oder 7 Spiele gespielt haben und in keinem einzigen Spiel einer gecheatet hat, könntest du ja mit derselben Energie bei Trillux und das Video schreiben, das Video schlecht gealtert, wenn man sich Bablas letzten Livestream anschaut. Und es wäre genauso richtig oder falsch wie das jetzt hier. Ich weiß bei solchen Kommentaren oft auch nicht richtig, was ich dann antworten soll, weil es ist so. Ich greife den Gedanken jetzt aber dann doch nochmal auf. Was wir alle verstehen müssen, ist, dass man nie generalisieren sollte bei dieser Cheaterei oder auch Nicht-Cheaterei. Nur weil man viele Cheater bei sich hat, heißt es nicht, dass alle anderen das auch haben. Und nur weil man sehr wenig Cheater hat, heißt es nicht, dass alle anderen das auch haben. Es fühlt sich tatsächlich wie zwei Welten an und es wurde auch bereits so ausgeschrieben. Ich schwöre euch, es wurde so live ausgeschrieben von Leuten, die halt einfach alleine vor sich rumdödeln und in 9 von 10 oder 10 von 10 Spielen umgecheatet werden. Und dann sage ich, komm doch mal zu uns in den Stream und guck zumindest zu oder spiel mit, wenn du möchtest. Wir spielen einfach nur Premiere oder Matchmaking, wenn die Ränge zu weit auseinander sind und man Premiere halt deswegen nicht spielen kann. Und haben Glück oder wie auch immer, haben halt einfach keine Cheater. Und da gab es schon Leute, die dazu kamen und auch mitgespielt haben und gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, das sind ja echt keine. Und wenn ihr mich jetzt festnagelt und fragt, woran liegt das, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Denn in Theorie müsste der schlechte Trust-Faktor des Spielers, der die ganze Zeit Cheater hat, ja auch auf uns einwirken und wir müssten dann auch Cheater haben. Und trotzdem sind bei uns keine, vor allem keine Rager halt. Natürlich kann ich es nicht 100% wissen, ob da nicht irgendeiner von den Gegnern einen Radar-Hack auf so einer Brille, ihr habt doch bestimmt das Sparkles-Video gesehen, extern hat. Keine Ahnung, das könnte jeder haben, aber wenn ich so tief nach einem Cheater krampfhaft suchen muss, also,
Ich nehme an, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dann ist es halt auch irgendwie Quatsch. Wir spielen vor uns hin, haben unsere Wins, haben unsere Lose, es ist alles chillig. Und das ist dann für mich meine Spielrealität. Ich weiß, dass es bei vielen anderen nicht so ist, ich weiß das. Und ich finde es wirklich kacke, dass so viele komplett dreist weggepimmelt werden. Aber wir haben bei uns das Glück, und wir heißt jetzt nicht ich und vier Mates, mit denen ich immer spiele, sondern jeder kann bei uns rein, immer, wir machen immer Viewer-Games. Das heißt, wir spielen auf jedem einzelnen Rang und auf jedem einzelnen Trust-Faktor. Und es läuft halt. Natürlich gibt es manchmal einen Verdacht, manchmal, meistens in den Mixed-Games. Aber da ist es dann, würde ich behaupten, dann so in Richtung Skill, der halt dann nicht so da ist. Also wir sind Mixed und haben einen da mit 20.000 und dann zwei mit 15 und dann ich halt mit 15, 16 und einen, der irgendwie 10 oder 9.000 hat. Und wenn ein Verdacht aufkommt, ist es oftmals bei dem mit dem niedrigsten Rang, der frisst halt was vom Gegner, der wiederum zu unserem 20er das Pendant ist, der sehr stark ist und sagt halt, okay, nee, das kaufe ich ihm nicht ab. Aber dann kommt halt meist schon von unserem 20.000er halt der Call, nee, alles gut, der ist halt gut. Der drückt nur ordentlich rein, aber der hat nicht an, keine Sorge. So, natürlich weiß ich nicht, wie der nächste Stream, also morgen, der Dienstagstream zum Beispiel verlaufen wird. Vielleicht werden wir ab morgen jeden Stream umgeballert. Ich kann aber jetzt hier ganz feste behaupten, dass wir die letzten 7, 8 Jahre halt so gut wie nichts hatten. Natürlich waren da mal Cheater mit dabei, ja. Aber wenn ich euch eben sage, dass wir in 50 Spielen vielleicht einen Cheater haben, vielleicht auch nicht, dann ist das nicht irgendwas Ausgedachtes von mir, sondern das ist öffentlich, das ist live. Meine Streams werden, ich glaube, 6 Wochen lang gespeichert. Das ist auch oft so ein Punkt, der halt so ein bisschen, mir wird manchmal Lügen vorgeworfen. Und ich denke, okay, warte. Ich stream die ganze Sache, man kann mir live dabei zugucken, wie wir nicht umgecheatet werden. Man kann sich die Sachen 6 Wochen im Nachhinein noch anschauen, wie wir nicht umgecheatet werden. Und irgendwelche Randos, von denen ich keine Ahnung habe, die nirgendwo einen Beweis haben, schreiben, dass sie immer umgecheatet werden. Ich will nicht damit sagen, dass es nicht so stimmt und sicherlich werdet ihr krass weggefistet. Ich möchte darauf hinaus, dass ich es merkwürdig finde, dass ich dann der bin, der lügt. Das ist ja nichts, was ich hinter verschlossenen Türen mache und dann behaupte. Man kann sich's angucken, auch im Hintergrund die beiden Spiele, die haben wir heute aufgenommen, um, keine Ahnung, 20 Uhr noch was. Alles cool. Hatten wir davor ein bisschen Sorge, dass wir umgecheatet werden? Sicherlich. Andauernd lese ich hier, es wäre im Moment alles voll. Natürlich weiß ich, dass da auch viel Glück dazu gehört, dass man nicht umgecheatet wird. Es ist wichtig, ob man Fullstack ist, es ist wichtig, wie viel Uhr es ist, es ist natürlich wichtig, wie die Trust-Faktoren sind und so weiter und so fort. Das zählt da alles mit rein. Hier ist noch ein sehr schöner Kommentar. 9 Minuten geschaut, nur bla bla. Gut, weiß ich jetzt nicht, was von mir erwartet wird. Soll ich irgendwie aktiv als Dev irgendwie an CS2 arbeiten? Valve hat CS2 richtig verkackt und jetzt sagen, ja, warte doch 2 Jahre, dann wird's gut, ist einfach dumm. Es war Valve egal, als sie diesen Scheiß released haben. Ich nehme an, das ist auch wieder jemand, der halt keine Ahnung hatte, wie Counter-Strike im Vorfeld die letzten 20 Jahre so halt gelaufen ist. Ich habe darauf auch schon geantwortet. Es ist übrigens auch nicht schlimm, wenn man halt als ganz junger Mensch oder halt als neuer Counter-Strike-Spieler dann so an die Sache rangeht. Ich finde es nur immer gut, wenn man halt offen ist für anderen Input, weitere Gedanken dazu. Meine Antwort ist übrigens folgende. Na, dann hast du scheinbar nicht das gesamte Video gesehen. Counter-Strike Source und CSGO wurden genauso unsagbar kacke gestartet. Buggy und keine Inhalte. Exakt das gleiche wie jetzt zu CS2. Die CS-Community war da genauso am Heulen wie jetzt. Und du wirst nicht glauben, wie gut CSGO zum Ende seiner Zeit ankam. Warten kann und wird sich, so wie fast immer bei Valve, lohnen. Da bin ich hinten dran geschrieben. Ich denke, da ist bereits alles zugesagt. Und hier noch ein... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Viele Worte, keine Taten. Soll ich bei Valve fragen, ob ich dort arbeiten darf und dann irgendwie, was für Taten, was soll ich machen? Das verstehe ich nicht ganz. Also vielleicht meint Rolizei auch was anderes. Hier ist auch noch ein Banger, den muss ich euch zeigen, auch wenn wir jetzt schon über die Cheater-Sache gesprochen haben. Achtung, gerade jetzt vor 15 Minuten 3 Games, 2-mal echt dreiste Cheater. Kann dir gern die Demos schicken, wenn du magst. Vielleicht verankert dich das auch wieder in der Realität. Ich kann dir gerne die Streams schicken, in denen wir nicht umgecheatet werden. Vielleicht verankert dich das auch in der Realität. Das ist der gleiche Scheiß, hä? Ich weiß, dass sich viele von meinen Aussagen persönlich angegriffen fühlen. Weil das natürlich auch in die Richtung geht, ihr redet euch nur heraus, ne? Skill-Issue ist gleich, der cheatet halt und bla bla bla. Wie gesagt, ich bezweifle gar nicht, dass ihr so krass umgecheatet werdet. Ich bezweifle es gar nicht. Mir fehlt nur hier wieder das Verständnis, was für ein Gedanke. Wisst ihr, was ich meine? Ich lese diesen Kommentar und das wirkt so wie jemand, der einfach so pff, und auf dieselbe pff, Art und Weise muss ich ja leider einen Cutterich setzen. Also das Video würde noch ungefähr 10 Minuten gehen und ich kenne euch ja, ihr seid alle nicht so, ja, ist einfach zu lang. Darum dieser Schnitt. Im nächsten Video geht es dann um den restlichen Kommentar und vor allem um die darauf folgenden Kommentare noch und um einen weiteren anderen. Und das war es dann schon, auch nochmal um so eine Conclusion am Ende, so generell, wie man mit CS2 umgehen sollte, wenn es einem nicht gefällt. Und ja, also lauscht gerne beim nächsten Mal auch wieder rein. Es sollte am Samstag um 17:30 Uhr erscheinen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann.
Achso, und ich werde wahrscheinlich jetzt auch gerade schon streamen, weil ich heute Abend leider deutlich später starten müsste. Um 21 Uhr circa oder 20.30 Uhr. Und das ist natürlich zu unserem sonstigen Start um 18 Uhr viel zu spät. Darum mache ich jetzt einfach nach der Beendigung dieses Videos den Stream an. Vielleicht lade ich das Video auch direkt hoch, beziehungsweise release es direkt, damit ihr direkt die Info habt. Ja, mal gucken, wie lange YouTube halt braucht zum Verarbeiten. Allerhopp, dann bis gleich im Stream oder bis zum nächsten Video. Hau da rein. Wieder. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.